Willkommen zum dritten und letzten Teil der Lektion, dem Beweisprinzip der vollständigen Induktion. Das bereitet StudienanfängerInnen erfahrungsgemäß einige Kopfschmerzen. Ich will Ihnen hier im Video kurz die Logik des Beweisprinzips vorstellen und werde so zwei etwas unterschiedlich gelagerte Aussagen damit beweisen. Ich gebe dann noch zwei wichtige Folgerungen aus dem Beweisprinzip durch vollständige Induktion an, die wir im Laufe der Veranstaltung vielleicht auch hier und da benutzen werden. Und dann heißt es letzten Endes üben, üben, üben. Denn auch bei Induktionsbeweisen steckt der Teufel oft im Detail. Das heißt, es ist Ihnen zwar klar, was Sie zeigen sollen, aber es hakt dann letztlich oft daran, die richtigen Umformungen für den sogenannten Induktionsschluss dann auch wirklich zu finden. Dafür gibt es zwar so ein paar allgemeine Strategien, aber die besprechen wir dann besser im Repetitorium, soll sich auch lohnen, dass man da hinkommt. Und außerdem können Sie da dann auch Rückfragen stellen. Dem Beweisverfahren der vollständigen Induktion liegt insgesamt das Schlussschema hier zugrunde, das auf der Folie abgebildet ist. Bei so einem Schlussschema hat man zunächst Prämissen, das sind die Aussagen oberhalb der Linie, und man hat eine Konklusion, die steht unter der Linie. Das Schlussschema behauptet dann, wenn die beiden Prämissen, oder egal wie viele das sind, also alle Prämissen oben wahr sind, dann muss automatisch auch die Konklusion, also das unter der Linie, wahr sein. Bei der vollständigen Induktion hat man zwei Prämissen. Erstens, A1 ist eine wahre Aussage, also mit der vollständigen Induktion beweist man Aussagen über natürliche Zahlen. A1 bedeutet, die Aussage, bei der man eigentlich zeigen möchte, dass sie für alle natürlichen Zahlen stimmt, stimmt jedenfalls schon mal, wenn man sie an der Zahl 1 überprüft. Zweitens, für alle natürlichen Zahlen gilt, wenn die zu beweisende Aussage für die Zahl n stimmen würde, dann würde sie auch immer für die Zahl n plus 1 stimmen. Aus diesen beiden Prämissen glaubt man dann die Konklusion folgern zu können, also dass die Aussage in der Tat für alle natürlichen Zahlen richtig ist. Die Idee dahinter ist die von sich gegenseitig umschmeißenden Dominosteine. Wenn Sie sicherstellen wollen, dass in einer Reihe von n Dominosteinen alle wirklich umfallen, dann müssen Sie sicherstellen, dass der erste Dominostein umfällt, das ist Prämisse 1, und dass sichergestellt ist, Prämisse 2, dass wenn der n-te Dominostein umkippt, dann auch immer der nächste, also n plus erste Dominostein umfällt. Ganz wichtig, bei der zweiten Prämisse, die man auch Induktionsschluss oder Induktionsschritt nennt, beweist man ausdrücklich nicht, dass die Aussage für die Zahl n richtig ist. Beziehungsweise in unserem Metapher, man weiß dann nicht, dass der n-te Stein umfällt. Was man beweist, ist die Wenn-Dann-Aussage. Wenn die Aussage für die Zahl n stimmen würde, dann würde sie auch immer für die Zahl n plus 1 stimmen. Oder wieder in der Metapher gesagt, man überprüft, ob jeder Stein den nächsten Stein auch umstoßen sollte. Etwa dadurch, dass man sicherstellt, dass die Abstände nicht zu groß sind. Aber man hat damit noch nicht wirklich überprüft, ob tatsächlich alle Steine umfallen. Erst zusammen mit der ersten Prämisse, die man den Induktionsanfang nennt, wird wirklich sichergestellt, dass die Aussage für alle natürlichen Zahlen korrekt ist, beziehungsweise dass alle Dominos umfallen. Weil, wenn die Aussage für die Zahl 1 stimmt und gleichzeitig die zweite Prämisse richtig ist, also die Aussage immer auch für den Nachfolger n plus 1 einer Zahl n gilt, da muss die Aussage ja für die Zahl 2 stimmen. Und wenn die Aussage für die Zahl 2 stimmt, dann muss die Aussage ja wegen Prämisse 2 auch für die Zahl 3 stimmen. Und so weiter und so fort. Jetzt geht das also wirklich immer weiter und man hat kein Argument zu glauben, dass das bei irgendeiner Zahl abbricht. Also sagt man, okay, die Aussage ist dann wirklich für alle natürlichen Zahlen richtig. Praktisch beweist man beim Induktionsbeweis also zwei Dinge. Erstens, die zu beweisende Aussage stimmt, wenn man statt n 1 anschaut. Zweitens, wenn man Probeweise annimmt, dass die Aussage für n stimmen würde, dann kann man durch zulässige Schlüsse, das sind sehr, sehr oft Umformungen von Termen, Gleichungen oder Ungleichungen, also durch solche zulässigen Schlüsse kann man dann zeigen, dass sie auch für n plus 1 gilt. Dieser zweite Teil ist immer noch etwas, was von n abhängt.
also ganz allgemein bewiesen werden muss. Ist aber bei vielen Aussagen über natürliche Zahlen leichter zu zeigen, dass, wenn diese für eine Zahl n als richtig angenommen werden, man dann auch von der Richtigkeit für n plus 1 ausgehen muss, als dass man direkt beweist, dass die Aussage für alle natürlichen Zahlen n korrekt ist. Wir schauen uns das Ganze jetzt mal in zwei ausgearbeiteten, etwas unterschiedlich funktionierenden Beispielen an. Beispiel 1 ist der absolute Klassiker, Summenformeln. Von denen gibt es eine ganze Reihe und wir nehmen mal den bekanntesten Fall her. Wenn man die ersten n natürlichen Zahlen aufaddiert, dann kommt als Summe n mal n plus 1 halbe heraus. Die Summe 1 plus 2 plus 3 plus und immer so weiter bis 98 plus 99 plus 100 ergibt dann etwa 100 mal 101 halbe, das wären 5050. Wie beweist man das? Man beginnt mit einem Induktionsanfang. Also stimmt diese Gleichung, wenn man rechts und links von Gleichheitszahlen für n immer die Zahl 1 einsetzt? Schauen wir mal nach. Etwas aufpassen müssen wir bei der linken Seite. Da steht jetzt gar nicht 1 plus 2 plus Punkt, Punkt, Punkt plus nochmal plus 1, sondern da gehört nur ganz eine einsame 1 dahin. Weil, aufpassen mit der Pünktchenschreibweise. Die Pünktchenschreibweise soll uns ja sagen, addiere die ersten n natürlichen Zahlen. Und wenn man nur die erste eine natürliche Zahl hat, dann ist das nur die 1 und dann ist man mit Aufaddieren schon fertig. Wirklich etwas einsetzen muss man also nur rechts. Steht also 1 mal in Klammern 1 plus 1 durch 2. Das ist 2 halbe bzw. 1. Induktionsanfang ist also gegessen. Es kommt links und rechts vom Gleichheitszeichen dasselbe heraus, wenn man die 1 einsetzt. Jetzt folgt der Induktionsschritt oder Induktionsschluss. Aus a von n folgt stets a von n plus 1. Nochmal zur Wiederholung, wir müssen zeigen, dass wenn die Aussage für ein beliebiges n richtig wäre, sie dann auch automatisch für seinen Nachfolger richtig ist. Wir nehmen also mal für einen Moment hypothetisch an, dass unsere Summenformel für eine beliebige, aber feste Zahl n korrekt ist. Stellt man auch die Induktionsvoraussetzung, abgekürzt als IV. Zeigen müssen wir jetzt, dass die Aussage dann auch korrekt ist, die entsteht, wenn wir uns statt der Zahl n die Zahl n plus 1 anschauen. Also setzen wir jetzt oben überall für n die Zahl n plus 1 ein und dann schaut das so aus, wie es eben auf der Folie hier steht. Um das jetzt zu beweisen, gibt es drei Wege, von denen einer von Studierenden häufig bevorzugt wird, der ist aber logisch eigentlich der schwindeligste, deswegen beginne ich mal mit den anderen beiden. Möglichkeit 1, man beginnt mit der gesamten Gleichung für an, so wie sie auf der Folie steht. Jetzt machen wir immer Gleichungs- und Formung, so lange, bis die Gleichung für an plus 1 herauskommt. Möglichkeit 2, wir beginnen mit der linken Seite der Aussage für an plus 1, also nur diesem 1 plus 2 plus Punkt, 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 n plus 1 und formen das so um, dass wir erkennen, da steckt eigentlich 1 plus 2 plus n drin. Dann ersetzen wir aufgrund der ersten Gleichung dieses 1 plus 2 plus Punkt, Punkt, Punkt plus n durch die rechte Seite der Aussage für an. Und dann hoffen wir, dass wir noch weitere Termumformungen so machen können, bis wir bei der rechten Seite der Gleichung von an plus 1 herauskommen. Klingt ein bisschen kompliziert, ist aber oft die beste Möglichkeit und in dem Beispiel machen wir es auch gleich so. Vorher noch Möglichkeit 3. Sie beginnen mit der gesamten Gleichung, wie sie da für n plus 1 steht und formen das jetzt immer so lange um, bis am Ende die Gleichung für an rauskommt. Wenn Sie jetzt im Teil zur Aussagenlogik zugehört haben, müssten schon die Alarmglocken schrillen. Dann hat man nämlich eigentlich bewiesen, dass aus an plus 1 stets an folgt. Das ist aber die Umkehrung dessen, was man eigentlich zeigen sollte. Und die Umkehrung einer Implikation kann ja stimmen, selbst dann, wenn die Implikation falsch ist. Dann hätten wir aber Mist gebaut. Dass man Möglichkeit 3 trotzdem meistens benutzen kann, liegt einfach daran, dass man sich ja beim Umformen von der Gleichung bewusst auf Äquivalenzumformungen beschränken kann. Dann beweist man eigentlich sogar die Aussage, genau dann, wenn an plus 1 richtig ist, ist auch an richtig. Man beweist also eigentlich mehr als nötig. Wir nehmen aber eh Möglichkeit 2, wir fangen mit der linken Seite von an plus 1 an und rechnen so lange rum, bis uns irgendwann die rechte Seite von an plus 1 vor die Füße fällt.
Erste Zeile, wir formen so um, dass wir sehen, dass in der linken Seite von an plus 1, also 1 plus 2 plus Punkt, Punkt, Punkt plus n, e die linke Seite von an 1 plus 2 plus Punkt, Punkt, Punkt plus n drinsteckt. Zweite Zeile, wir ersetzen jetzt dieses 1 plus Punkt, 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 Punkt plus n durch die rechte Seite, also benutzen wir die Induktionsvoraussetzung, deswegen schreiben wir das da unter das Gleichheitszeichen. Also aus 1 plus 2 plus Punkt, Punkt, Punkt plus n wird n mal n plus 1 halbe, bleibt noch ein plus n plus 1 übrig. Das müssen wir jetzt noch umformen, so dass am Ende n plus 1 mal n plus 2 halbe herauskommt. Also bringen wir mal erstmal das n plus 1 auf denselben Nenner, also mal 2. Und dann erkennt man hoffentlich, dass n mal n plus 1 plus 2 mal n plus 1 halbe dasselbe ist wie n plus 1 mal n plus 2 halbe. Das ist ja nur ein bisschen umsortieren, also das n plus 2 wieder herausheben. Als zweites Beispiel schauen wir uns mal eine bekannte Ungleichung an. Für alle natürlichen Zahlen ist 1 plus x hoch n größer oder gleich 1 plus n mal x, falls x größer als minus 1 ist. Das ist die sogenannte Bernoulli-Ungleichung und die ist wichtig, unter anderem für Grenzwertbeweise in der Analysis. Wir schauen zunächst mal, ob für n1 auf beiden Seiten alles in Butter ist. Setzt man das ein, kommt links raus 1 plus x und rechts kommt auch 1 plus x raus. Das ist also gleich. Und wenn etwas gleich ist, ist es auch größer gleich. Also der Induktionsanfang passt. Jetzt habe ich wieder die Aussage für n plus 1 hingeschrieben. Also die Ungleichung 1 plus x hoch n plus 1 ist größer gleich 1 plus in Klammern n plus 1 mal x. Aber ich habe die linke Seite oben hingeschrieben auf meiner Tafel, ja, und das 1 plus n plus 1 mal x ganz unten. Mein Ziel ist es jetzt wieder, so lange mit diesem 1 plus x hoch n plus 1 rumzurechnen, bis ich unten auf das 1 plus in Klammern n plus 1 mal x komme. Der erste Schritt ist jetzt wieder, ich hebe einmal 1 plus x heraus, dann bleibt 1 plus x hoch n mal 1 plus x stehen. Zweiter Schritt, dafür kann ich ja jetzt wieder nach Induktionsvoraussetzung sagen, dass das größer oder gleich 1 plus n mal x ist. Das stimmt ja immer noch, wenn ich da jetzt auch noch 1 plus x heranmultipliziere auf beiden Seiten. Jedenfalls, wenn ich weiß, dass das x größer als minus 1 ist. Wenn das jetzt kleiner als minus 1 wäre, hätte ich ein Problem, weil dann würde sich genau das größer Gleichzeichen ja in kleiner Gleichzeichen umdrehen, weil ich mit einer negativen Zahl beide Seiten multipliziert hätte. Dritter Schritt, Ausmultiplizieren des Terms. Das ergibt 1 plus n mal x plus n mal x². Da bin ich eigentlich schon fertig. 1 plus n mal x plus x ist wieder nach Herausheben von n plus 1 genau gleich 1 plus n plus 1 mal x. Steht da noch so ein deppertes n mal x² dabei, das stört aber überhaupt nicht. X² ist ja für alle reellen Zahlen positiv oder gleich 0, also nicht negativ. Und mit einer natürlichen Zahl n mal genommen ist das immer noch nicht negativ. Somit ist aber das, was in der vorletzten Zeile steht, immer größer oder gleich dem, was in der letzten Zeile steht. Ja, und genau das wollte ich ja beweisen. Da bin ich also schon fertig mit meinem Induktionsbeweis. Im Übungsteil dieses Kapitels und im Repetitorium folgen dann noch weitere Beispiele. Hier möchte ich mit zwei wichtigen Eigenschaften der natürlichen Zahlen abschließen, die auch aus dem Induktionsprinzip folgen, ohne dass wir uns dazu jetzt die Beweise auch jeweils anschauen werden. Die erste Eigenschaft ist das Wohlordnungsprinzip. Jede nicht leere Menge von natürlichen Zahlen, die durchaus auch unendlich viele Elemente haben darf, hat ein kleinstes Element. Für Bruchzahlen wäre das Quatsch. Die Menge aller Stammbrüche 1 durch n hat zum Beispiel sicher kein kleinstes Element. Wenn Sie das n immer größer machen, wird ja der Stammbruch immer kleiner. Für natürliche Zahlen stimmt die Aussage aber immer. Für weitere Beweise kann man das dann auf zwei unterschiedliche Arten nutzen. Die eine Möglichkeit ist der unendliche Abstieg. Angenommen, es gibt keine Lösung, also eine Aussage ist falsch und Sie wollen das beweisen. Dann funktioniert das manchmal bei natürlichen Zahlen dadurch, dass Sie aus der Annahme der Existenz einer Lösung folgern, dass es dann immer auch eine kleinere Lösung geben müsste. Und das kann in den natürlichen Zahlen nicht funktionieren. Denn
Sie kämen ja irgendwann notwendig bei der 1, beziehungsweise wenn Sie diese moderne Definition der natürlichen Zahlen hätten, spätestens bei der 0 an und dann können Sie keine kleinere Lösung finden. Wenn so ein unendlicher Abstieg also möglich ist bei einer konstruierten Lösung, dann kann es keine Lösung eigentlich geben. Umgekehrt können Sie sagen, kleinster Verbrecher, angenommen eine Aussage ist eigentlich richtig, Sie nehmen jetzt an, es gibt zu dieser Aussage aber ein Gegenbeispiel und können jetzt zeigen, dass es in diesem Fall aber dann immer möglich wäre, noch ein kleineres Gegenbeispiel zu konstruieren. Dann kann das auch wieder in den natürlichen Zahlen nicht stimmen, weil sich spätestens irgendwann bei 0 oder 1 ankommt. Hört sich jetzt erstmal schwierig an, aber wir werden das dann in einzelnen Fällen sehen, wo wir diese Beweisprinzipien benutzen. Das können Sie jetzt erstmal ruhen lassen. Sie selber müssen da direkt nichts mit beweisen in den Übungen. Zweite bekannte Eigenschaft, die traue ich Ihnen auch in den Übungen zu, das Schubfachprinzip, manchmal auch Taubenschlagprinzip oder Englisch Pigeonhole Principle genannt. Wenn Sie n plus 1 Kugeln auf n Fächer bzw. n plus 1 Tauben auf n Taubenschläge verteilen wollen, da gibt es wenigstens ein Fach bzw. einen Taubenschlag, in dem mehr als eine Kugel bzw. mehr als eine Taube landen muss. Kann man auch noch weiter verallgemeinern, wie es auf der Folie oben steht, nämlich für a mal n plus 1 Kugeln, wo dann in jedem Fach mindestens a Kugeln landen müssen. Zum Beispiel, wenn in einer Vorlesung 37 Studierende sitzen, dann haben in wenigstens einem Monat mindestens 4 Studierende Geburtstag, weil die Umkehrung höchstens 3 Studierende in jedem Monat, das würde ja nur bis höchstens 36 Studierende funktionieren. Und damit sind wir dann auch schon wieder am Ende des Vorlesungsteils des dritten Kapitels angelangt. Sie können jetzt wieder Schnitzel jagen und im Anschluss die Übungsbeispiele unter dem Video bearbeiten. Ich sage für diese Lektion schon einmal Servus, auf Wiederschauen, Baba.